Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Die 100 Baby Challenge. So. Wir haben Besuch. Und Nox hilft uns gerade beim Aufräumen. Hm? Oh. So. Nox. Ein Mann? Bei uns zu Hause? Das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir ausnutzen. Ausnutzen, ausnutzen. Dorna. Kinsa. Axon. Yibs. Pilnaborf. Pilnaborf. Kompisua. Glombok Borba. And Zabita. Rouge Skiba. Trobi Chutes. Oh. Pujing. Oh, Grabna. Ah. So. Rouge. Dann wollen wir doch mal Runde flirten, ne? Bin Shrip Nebo. Muchi Peachy. Gosu Shinoi. Pibata. Fruna. Oh. So. Ui, was mit dem? Bull Gelna. Starbidus. Oh, Whoopie Gorsch. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich machen wollte. Macht das dir was aus, wenn ich noch. Wie war dein Tag? Warum geht das eigentlich schon? Los. Dann knallt man eine Runde. Ach, der macht nur ein Nickerchen. Okay. Wow. Barsba Hersenoi. Oh! Den müssen wir reinlassen. Okay. Ah, Nopsa! Mullaby. Skin on myself. Yips. Binja. Oh. Kann ja jetzt nicht schaden, ne? Shuffleporme. Ziwawa. So. So, ich würde aber erstmal einen Schwangerschaftstest machen wollen. Ob es bei Nox mit Nox gefruchtet hat. Es hat gefruchtet. Es hat schon gefruchtet. Wo ist Nox? Ach, da.
So, wie lange machst du jetzt noch ein Nickerchen? Gleich fertig. Dann tust du mal Fisch und Chips heute kochen. Es ist schön, dass die alle mit aufräumen. Wir sind schwanger. Ein Gericht nehmen, dann gehst du aufs Töpfchen und dann gehst du schlafen. Denn Mutti geht dann auch schlafen. Wo die Kinder wach werden. Und so, das räumen wir da weiter mal in den Kühlschrank. Immer zu. Oh nein. Na, ich denke mal, mit Flasche füttern. Genau, der wird Hunger haben. Ganz dolle Hunger. Armes Baby. Oh, die hat auch bestimmt Knast. Jawohl, und kein Spaß. Oh, wir haben es geschafft, nochmal schwanger zu werden. So, dann tust du hier bitte mit Flasche füttern. Sind es gute Freunde, das ist aber schön. Zeit zu zappeln. Ja. Jetzt hat's gekotzt. So, warte mal. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo noch eine Spielzeugkiste, oder? So, halt. Öffnen. Hier Schmetterling. Hier Qualle. Und da kannst du jetzt mit dem Schmetterling spielen. So. Mutti muss nämlich jetzt mal hier... Nein, du bleibst unten. So, das können wir verkaufen. Vielen Dank für das Geld. Jetzt hier erstmal aufräumen. Los. Wie sehen denn meine Pflänzchen aus? Alles schick, alles cool, alles nett. Geburtstag von Julian nähert sich. Wieso stinkt denn Julians Windel schon wieder? Julian, deine Windel. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen Geld verdienen. Abstrakt. Abstrakt, abstrakt. Da haben wir gut Geld verdient. So, und wir wollen Bänder malen. Siehst du? Oder malen wir die als Erwachsene? Ich mal die, glaube ich, als Erwachsene. So, Kind Nummer 4 ist unterwegs. Oh. Und das ist das Kind von Nox. Ich weiß nicht, warum das so funktioniert. Muss ich euch wirklich sagen?
Dafür funktioniert Baby machen nicht mehr. Leider. Was ist denn los, Julian? Mein kleiner Stinke, Julian. So, Woda. Aber dafür habe ich nichts an den Hauseigenschaften geändert. Ich weiß gar nicht, was das Haus für Eigenschaften hat. Doppelorakel, okay. Mini-Haus-Wohngrundstück, Spukhaus-Wohngrundstück. Okay. Ach hier. Habe ich gar nichts. Könnte ich jetzt einstellen. Hinter der dunklen Linie. Die dunkle Energie hat einen Einfluss auf alle nächtlichen Aktivitäten. Hier empfangen Babys brauchen beim Zahnen zusätzlich Pflege. Ich möchte keine Zwillinge. Speisen zubereitet werden, seine kulinarischen Fähigkeiten verbessert. Die Küchenchefs können sich auf Konkurrenz gefasst machen. Echt der Brüller. Ziele von gesellschaftlichen Ereignissen werden hier leicht erfüllt. Rauchen drinnen verboten. Teenie-Nachbarn. In der Nachbarschaft rund um dieses Grundstück treiben sich größtenteils Teenager herum. Wie Teenager nun mal so sind, durchstreifen sie die Straßen und hängen überall ein bisschen ab. Auf diese Weise können die Teenager deines Haushalts neue Freunde in ihrem Alter treffen. Fruchtgelände. Öko-Grundstück. Die ökologische Entwicklung schreitet auf diesem Grundstück schneller voran. Wichtel. Wundermünzen. Schnelles Internet. Ruhe und Frieden. Dieses Grundstück ist hervorragend zum Lesen geeignet. Ach so. Diese Anwesen steht auf der Liste der Promi-Haustouren, was für höheren Ruhm gewinnt, beschränkten Zugang und die Bewunderung von Besuchern sorgt. Sieh dich aber vor, wer hier wohnt, ohne wirklich berühmt zu sein, gilt als Aufschneider. Natürliches Licht. Die Qualität des hier ist einfach optimal zum Malen und Fotografieren. Kinderparadies. Kinder scheinen hier schneller zu lernen. Naja, aber dann. Apartment-Atelier, angesagter Ort der Stadt. Abendrot, die wunderschöne Landschaft macht diesen Ort zu etwas ganz Besonderem. Wenn die Sonne untergeht, können Sims energiegeladen, glücklich oder inspiriert werden. Böse Schwingungen. Geothermisch. Durch eine natürliche Beheizung werden die Stromkosten gesenkt und der Pool bleibt warm. Guter Boden. Die Gartenarbeit geht einem hier wirklich gut von der Hand. Grundstücksherausforderung. Sims kann es schlecht werden, wenn sie essen, trinken oder die Toilette benutzen. Kobolde. Hier geht eine Menge kaputt. Unheimlich, verflucht, schmutzig. In diesem Grunde treiben sich Füchse herum. Sie sind ein Ärgernis für den Garten, die Hühner und die Hasen. Dieses Grundstück befindet sich in der Nähe eines aktiven Vulkans. Nimm dich vor Erdbeben, Dampflödern und gelegentlichen Lavabomben in Acht. Hier scheinen eine Menge Dinge schief zu laufen. Aus einem unerfindlichen Grund zieht dieses Grundstück umherziehende Geister an. Auf diesem Grundstück entsteht wieder verwertbare und recycelbare Müll. Die aktive Verwaltung der Müllproduktion ist ein Muss. Abseits des Netzes.
Hier scheinen sich ein paar gruselige Kreaturen eingenistet zu haben. Sei auf ihren Angriff vorbereitet, wenn man weiß nie, wann sie zuschlagen. Nee, das lassen wir mal so. Ist in Ordnung. Können wir so übernehmen. Ich weiß nicht, warum der stinkert. Oh. Ja, dann geh mal in die Haie. Mein Stinkibär. Jojo. Oh, jetzt stinkt die auch noch. Warum stinkt denn die jetzt auch noch? Hat die in die Windeln gemacht? So, ja, dann gehen wir nach dem Kind gucken. Oh, hier. So kriegen wir die Küche zusammen. So. Ja, tu mal, Elena, die Windeln weg. Das ist richtig. Das kannst du mal machen. Fein! Und dann kannst du das aber auch gleich mal hier wegwerfen. Lass Ben schlafen. So, würde ich sagen, tust du mal deinen Garten wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Alles verkaufen. Hier bitte alle Jäten. Und hier bitte einmal einsprühen. Sehr schön. Uiuiuiui. Irene kann Pakete mit ungewöhnlichen Samen und Zucht. Züchterpakete kaufen. Sie kann die Pflanzen in einen größeren Bereich gegen Käfer einsprühen. Okay. Ich würde auch mal noch ein Beet. Was sind denn das eigentlich hier? Sommer? Wind? Alles Winter. Außer das. Gut, ich würde gerne noch, bevor wir irgendwas anderes kaufen, so ein Beet kaufen. Ach, guck mal, hier kann man eine ganze Reihe kaufen. So. Blumen für Einsteigergedöns haben wir. Dann kaufen wir das noch. Und das noch. Und das noch. Und das. Das. Und das. Und das. Drei so viel Kohle, aber es ist völlig in Ordnung. Genau. So, Irene. Samenpaket öffnen. Okay, voll. Du willst schlafen. Fein. So. Wir müssen uns mal um Irene kümmern. Hier ist noch eins. So. Dann würde ich hier ein Gänseblümchen. Oder mal, haben wir Gänseblümchen schon? Oder. Machen wir Pause. Was ist das? Das ist Petersilie. Petersilie. Und Petersilie. Glockenblume. Gänseblümchen. Das Gänseblümchen. Moment. Oh nein.
Gänseblümchen kommt hier hin. Ach, Gänseblümchen haben wir schon. Gänseblümchen. Also bräuchten wir dann Paprika noch. Okay. Petersilie haben wir da auch schon. Gut, also tun wir Petersilie mal verkaufen. Ich will bloß 4 von jedem haben. Das reicht. Das ist eine Glockenblume, die kommt hier mit hin. Petersilie, wir müssen ein bisschen aufräumen hier. Das geht ja gar nicht. Petersilie. Spinat. Petersilie. Spinat. Alles klar. Gut. Also tun wir den Rest davon verkaufen. Schnucki, da kannst du hier schon mal pflanzen. Können wir hier noch eine Tulpe? 3 Tulpen. 3 Rosen pflanzen. Glockenblume haben wir schon. Salbei. Petersilie haben wir schon. Tomaten. Weintrauben haben wir eine. Würde ich eine noch hier hinsetzen und den Rest verkaufen. Zitronenbäume haben wir noch keine. 1, 2, 3. Okay. 4. Einmal können wir hier noch. Einmal können wir hier noch. Baldrianwurzel, okay. So. Paprika hatten wir da auch noch. Genau. Paprika einmal hier und einmal hier. Ich muss nochmal hier rein. Ich hoffe, hier passiert nichts. Moment. Immer mal Ruhe. Wir müssen dem Spiel die Zeit geben, die es braucht. Ich setze sie jetzt einfach hier komplett hin. So. Genau. Was ist das? Grüne Erbsen haben wir auch noch nicht. Also machen wir hier noch grüne Erbsen hin. Ja, das war mir klar. So, Pilze. Der Rest kommt weg. Eine Alraune können wir noch mit hinsetzen. Und die. So. Dann habe ich alles, oder? Sehr schön. Ben schläft immer noch. Jo. Ich würde sagen, während unsere kleine Irene jetzt alles einsammelt oder einpflanzt, mache ich erstmal Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Von The Sims 4, die 100 BB Challenge. Bis dahin. Ciao.